Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sollen den Typen aus der Stadt bringen und wir waren in einer anderen Position als vorher, weil ich den Spielkurs mal neu gestartet habe. Ja, Junge, komm mit. Römische Soldaten fürchten sich vor unseren kleinen süßen Kätzchen. Ja. Kannst du nicht den Mund halten? Können wir den hier einfach hinrichten? Oh Gott, da rechts sind wir hier. Ist er sicher, dass wir umbringen? Ja, um mit den Katzen zu sprechen, komm mit, Penner. Ja, weiter geht's, los. Nehmen wir erstmal den Bogen in die Hand. Ägypter, erhebt euch! Erobert die Stadt im Namen von Bastet zurück! Schnauze. Serapis, steh mir bei. Okay, komisch, dass er immer stehen bleibt. Nur um seinen komischen Satz zu sagen, das war's dann. Seht euch diese Gürtelträger an! Und sie halten sich für Soldaten! Es reicht! Wir sind fast durch! Willst du sehen, was ein Schwert mit dir anrichten kann, du Hund? Ich demonstriere dir gerne. Und du kriegst es auch noch was ab, Penner. Alle Römer. Wo waren wir? Wo kletterst du lang? Hallo, das ist doch nicht das Westtor. Oder? Ich weiß auch, die Straße weitergelaufen. Bist du dumm? Ach, das Tor ist hier oben. Okay, nee, ich werfe auf der Hauptstraße weiterlaufen. Nicht so wie er hier irgendwie random durch zwei Höfe. Aber gut. Der weiß schon bestimmt nicht, was er tut, aber ich auch nicht. Also von daher. Römische Katzentreter. Wie wär's, wenn ich eure Götter trete? Sei still. Wir haben übrigens ein neues Schild ausgerüstet, weil der besser war als der alte. Das habe ich ja noch mitgenommen. Was wolltest du sagen? Ey, nichts. Ich wollte eigentlich nur die Leute töten, damit ich sie angreife, bevor du sie angreifst. Und dann alles so wirr umherläuft, dann kann ich wenigstens einen mit dem Bogen ausschalten. Geh zum Tempel der Bastet. Aber bitte sag der Priesterin nicht meinen Namen. Das könnte ich, Medjay. Aber überleg nur, was die Rückkehr des großen Kriegers Khalid in Alexandria bewirken könnte. Ich glaube, die Götter haben anderes mit dir vor. Wenn die Götter es so wollen, wird es so sein. Gute Reise, Medjay. Möge Bastet über dich wachen. Danke. Was dann das hier für eine Quest war. So. Dann würde ich sagen, machen wir schon eine Reise hier hin, weil da ist die nächste Quest. Wir haben zwar noch eine Quest, die wir vorher erledigen. Also nicht vorher erledigen müssen, aber wollten. Aber die ist halt noch weiter rechts. Ich nehme die erstmal an, guck mal, wo die mich hinführt. Weil wir haben ja noch die Quest, dass wir diesen Otis da töten sollen. Ich glaube, hier müssen wir runter. Der bewegt sich, okay. Wir verstehen. Okay, nehmen wir aber mal die Treppe, wie es halt gewünscht ist. Und nicht irgendwie random. Okay, Treppe finde ich nicht mehr, das heißt wieder random rumlaufen. Danke, Pferdchen, dass ihr so schnell da seid. Okay, der ist doch schon direkt um die Ecke. Ich dachte, er läuft mal weiter weg, oder? Die Person, was soll das hier ist? Ja, dich kenne ich da, oder? Hey, was? Was? Okay, ich find's gut, dass er einfach ausweichen kann. Bayek, genau der Medjay, den ich gesucht habe. Wir wissen, wie wir Gennadios Philaketai loswerden. Kenne ich doch wohl. Du hast diese Scheißkerle gefunden. In der Tat.
Eine Gruppe patrouilliert am Wasser, eine weitere wartet im Waffenlager und verhaftet, wen sie will. Der letzte Mann verkündet laut Propaganda gegen uns in einem Streitwagen auf der Kanobischen Straße, sobald wir die los sind. Deine Poeten können ihre gute Nachricht in der ganzen Stadt verbreiten. Wir kümmern uns um diese Philakitai. Wir? Also ich? Stimmt, das Waffenlager war doch eins dieser... War auch der Ort, wo es halt relativ schwer war, da weiterzumachen. Weil... Da waren ja High-Level-Gegner, also für damalige, falls ich glaube, die waren wie Level... Lass mich lügen. Ich glaube, ich konnte es gar nicht sehen, die waren ja wie... ja, mit einem Totkopf markiert. Ich denke mal mindestens so 25 bis 30. Aktuell ist das ja für uns auch schon Low Level. Wo ist denn das? Da. Was haben wir denn hier? Sind hier Schätze? Oh, hier sind anscheinend noch Schätze, die ich übersehen habe. Okay, bis der wieder, also er wird wahrscheinlich wiederkommen. Ich hoffe, wir lassen ihn einfach so liegen. Kriegen wir noch Level 48er Bögen. Und jetzt andere habe ich mir markiert, aber er ist natürlich nicht mehr markiert. Ich müsste am besten ganz nochmal Alexander durchsuchen. Vielleicht finde ich noch was Cooles, aber eigentlich habe ich dazu wenig Lust, wenn ich ehrlich bin. Okay, Waffenlager angreifen, Soldaten töten und den Streitwagenführer töten. Das klingt erstmal alles nicht so schwer. Leider auch keinen. Sag doch schnell. Kein Kohlenstoffkristall. Junge, ist der weit weg. Ja, der wird ja bestimmt gleich wiederkommen. Okay, jetzt weiß ich noch nicht, was ist. Also. Waffenlager ist wahrscheinlich das hier vorne. Oder sind das die Docks? War ja alles relativ nah beieinander. Gucken wir mal. Ja, okay. Das Ding, was man nicht hochklettern, also was aussieht, als würde man es locker hochklettern können, kann man nicht hochklettern. Irgendwelche random glatten Steinwände, die man damals niemals hochklettern konnte, kann man hochklettern. Also damals mache ich halt einen anderen, in der alten Assassin's Creed Teilen. Also irgendwie ist das ein bisschen unwahrscheinlich, was man genau machen kann. Töte alle Wachen, okay. Ich meine, kein Problem. Ich sollte mich hier nicht erwischen. Okay, sind wir 21. Was hast du hier verloren? Okay, sorry, dass ich euch getötet habe. Hat er mir gerade in die Fresse genommen, aber er ist nicht geschafft. Okay, das war erstaunlich leicht. Und zack. Finde natürlich die Soldaten. Das war nur der eine, das andere nicht? Okay. Einfach umgelaufen, abgestochen, wie es sich gehört. Dann klettern wir hier mal hoch. Und hoffen wir, dass wir diesen Streitwagenlenker gleich mal getötet haben. Hat sich ja perfekt, oder hat sich ja perfekt aufgelöst durch das Timing hier. Ich habe die getötet und jetzt kommt er gerade wieder. Ist fast direkt vor uns. Hier sogar vielleicht da einfach runter assassinieren. Ein Philakitai in einem Streitwagen. Ich muss Alexandria von diesen Schweinen befreien. Tod allen Verrätern! Sie müssen auf der Stelle bestraft werden!
Gut, dass sie einfach random irgendwelche Pferde anschießen. Junge ist Level 9. Ich hab ihn gewone-hitted. Ich muss nicht mal aufladen, den Bogen. Okay, die haben anscheinend 452 Leben. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass mein Bogen selbst unaufgeladen so viel Schaden macht. Ich glaube, es ist schon wie ein Tempel hochgelaufen. Ja, sind wir. Natürlich. Und jetzt gehen wir genau den gleichen Weg runter, um ihn wieder genau der gleichen Zustelle zu treffen. Na, nicht ganz. Erst noch ein bisschen weiter hinten diesmal. Warum auch immer er da von irgendwelchen Wachen begleitet wurde, die ich einfach getötet habe. Also hätte ich das machen müssen, um die Quest anzunehmen. Weil irgendwie so gewirkt, als hätten die ihn eskortiert oder gefangen und weggebracht. Keine Ahnung. Wir werden es gleich rausfinden. Also werden wir nicht, aber wir werden erstmal mit ihm reden. Haben wir das jetzt hinter uns? Du bist zurück. Ja. Ist es getan? Sind die Straßen frei, damit unsere Poeten die Revolution verbreiten können? Tatsächlich schon, ja. Die Philaketei von Gennadios sind erledigt, Phanos. Genau, das gibt's auch schon seit du Jahren. Du bist wie ein Poet des Tötens. Füllt die Stadt mit euren Wörtern. Ich liebe dich, Baik von Siva. Danke. Von allen Magi wird man sich an dich am ehesten erinnern. Für Lucky Time Auge. Okay, das heißt, das haben wir geschafft. Ich hoffe, es gibt jetzt nicht noch mehr Quests. Wir machen erstmal Gefahrenverzug. Wir müssen Otis finden. Haben wir sonst irgendeine Quest bekommen? Aktuell nein. Er wohnt in einem kleinen Haus südlich des königlichen Palastes. Hier führt nichts rüber. Ich glaube, hier können wir nur von hierher, also hier können wir nur hierher rutschen und nicht herüber rutschen, weil hier ist ja tiefer, genau wie hier. Dann würde ich sagen, einfach hier einmal rüber. Ich habe gerade fast noch Tauchen gedrückt, das wollte ich gar nicht. Okay, komisches Layout der Stadt. Es gibt ja, ergibt ja irgendwo Sinn. Bestimmt, aber ja, fühle ich es nicht so persönlich. Einmal bitte durch, Freunde. Hallo, einmal bitte durch, danke. Ich müsste einmal durch. Was wollen die ganzen Soldaten hier? Bleib stehen! Was ist hier geschehen? Eine Leiche. Ich fürchte, es ist Otis. Ja, das fürchte ich auch. Er trägt die Kleidung. Hallo, ich wollte erstmal jetzt laufen. Er trägt die Kleider eines Schreibers. Okay, es sound so wie leise. Okay. Aufzeichnungen zum Palasthaushalt. Uninteressant. Briefe und Papyri aus dem königlichen Palast. Nichts Nützliches dabei. Schade. Also ist irgendwie extrem leise alles. Ich wollte nicht sein, aber danke, Senu. Das ist Otis Blut. Er versuchte zu fliehen. Ja, das ist wahr, Bayek. Musst du nicht so leise quatschen. Oh, stimmt, aber mache ich auch einen Konterangriff, dass ich komplett vergessen habe. Keine Lust, das zu lesen. Diese Informationen zu sammeln war gute Arbeit, Otis. Während du die Duat durchquerst, schwöre ich dir,
Wenn ich die Gelegenheit habe, sorge ich dafür, dass Feldherr Rufio dafür bezahlt. Okay. Wie auch immer das ist. Okay. Wir sind beim Töten. Ja, ich glaube, den habe ich schon ausgeblendet einmal. Aber danke dafür. So, hier sind ein paar Waffen. Einmal durchscrollen. Also ich meine, ausgeblendete Gegenstände. Ja, da ist er. Ist ein bisschen älter, aber gut. Und da ist er nochmal. Ich habe den schon dreimal. Ja, und auch ausgeblendet, weil den will ich auch eigentlich nicht haben. Ich habe ein neues Reittier. Bassus. Okay, wo auch immer ich den her habe. So, dann gucken wir mal kurz. Wir haben jetzt nur noch die beiden Prüfungen, die ich nicht mache, weil es halt nur Geld gibt und Quatsch ist. Und dann haben wir aktuell, ich weiß nicht, auf dieser Höhe müsste ich Quest noch sehen, ne? Ich denke auf dieser Höhe ja, weil hier ist ja auch der ganz andere Quatsch. Also ich sehe hier aktuell nichts an Quests. Wir können trotzdem mal kurz gucken, ob wir vielleicht doch in Gizeh schon was machen können. Weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt wirklich mit der Quest zusammenhängt, aber eigentlich schon, also. Ja, ansonsten sind wir auch schon relativ weit, sage ich mal. Also allzu lang geht das Hauptspiel nicht mehr. Wir haben jetzt schon fast ein paar Folgen. Also ich will jetzt auch nicht noch die Quest anfangen. Wir gehen einfach mal nach Gizeh und gucken mal in die Sphinx rein. Wenn es nicht geht, dann machen wir halt im nächsten Part weiter mit der Aya-Mission. Ich denke, so viel. Also es können vielleicht noch zwei, drei Parts oder sowas kommen. Nach dem hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Hauptquests es gibt. Also ich weiß von einer. Ich glaube auch nicht, dass sie allzu lang ist. Ich weiß ja, ob wir noch eine Bootsmission haben. Die große Sphinx. Sie ist kleiner als erwartet. War. Ich dachte auch, die wäre größer. Ein verborgener Eingang. Wie konnte ich den übersehen? Hast du nicht. Also wir waren ja schon mal drin, Bayek. Auch wenn die Lampen jetzt alle wieder aus sind, weil es ist halt schon ein bisschen her. Es geht ja gefühlt nur, wenn man das sofort macht. Dass man da noch sieht. Also wenn man sofort wieder reingeht. Eine Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Es muss einen Weg geben. Bei Amun. Was ist das? Vielleicht geht es jetzt auch, weil wir die ganzen Dinge aktiviert haben. Gucken wir mal. Vielleicht ist auch vorher schon aktiviert, aber nee, waren wahrscheinlich alle Steinkreise. Excuse me, what the fuck, denkt sie bei euch bestimmt? Das ist nicht ägyptisch. Bist du ja sicher, mein guter Freund? Das ist wahrscheinlich die letzte Sequenz oder so. Ich habe keine Ahnung, wie viel es gab. Ich glaube 5. Aapo, okay. Schöner Name. Okay, jetzt habe ich nichts mehr gehört. Fackel brauchen wir glaube ich auch nicht mehr, ist ja hell genug. Wird der Part wahrscheinlich sogar ein bisschen überzogen. Also jetzt gab es hier nur 2. Guck nur mal kurz, ob ich hier noch was finde. Ja, ein bisschen was kann ich hier noch holen. Aber ich glaube, es ist mir auch relativ egal, weil ich habe. Guck mal kurz, von dem Zeug noch 72 Stück. Also ich glaube, ich brauche nie wieder einen einsammeln. Ich weiß nicht, ob ich alle
gemacht habe, also alle neuen Inventargegenstände einmal abgefahren habe. Aber aktivieren wir den Quatsch hier erstmal. Okay, es war 50. Zum Glück habe ich 72. Ich dachte, das waren nicht so viele. Neuübertragung. Oh, Sequenze. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 109 Tage vergangen. Der Bote spricht. Wach auf. Nicht aus einem traumlosen Schlaf oder der Dunkelheit, sondern aus einer Realität, die bald vergeht. Wach auf. Das nächste Kapitel ist unaufhaltsam. Und doch entstehen die größten Revolutionen manchmal aus der Beengtheit des Unmöglichen, nicht wahr? Meinung ändern, Wahrnehmung unterwandern, die Welt anhalten, formen sie zu etwas Neuem. Das Schicksal ist nicht ohne Ironie. Hier bin ich und bitte eine mindere Version von mir zu tun, was mir nie gelang. In diesem zeitlosen Augenblick sind du und ich eine Brücke. Wir stammen aus verschiedenen Zeiten und treffen uns in der Enge der Sanduhr inmitten eines Sandmeers. Es reicht nicht, Zeit zu lesen. Du musst Zeit lernen. So entkommst du dem Unausweichlichen. Fülle die Leerstellen, die zwischen den Wörtern, zwischen den Welten. Finde die Lücken, die wir nicht auslöschen konnten, die Variablen, die am Ende uns ausgelöscht haben. Denn sonst werden sie auch dich auslöschen. Die Zeit erzählte eine Geschichte, die mit uns endete, und erzählt nun eine, die mit dir endet. Irgendwann einmal beginnt eine neue Geschichte. Wenn die Funktionen, die unsere Zeit bestimmen, zu einer Reihe zufälliger Zahlen zerstreut sind. Wir fanden Zuflucht in Ordnung, wollten mit ihr die Welt beherrschen. Wir lagen falsch. Ordnung diente uns nie. Sie hat uns im Code gehalten, innerhalb der Grenzen. Uns wurde vorgegaukelt, dass wir die Regeln schreiben, aber sie waren es, die uns zu unseren Schlüssen führten. Du musst Grenzen überschreiten. Gerade du verstehst, wie wichtig Ungehorsam ist. Nimm eine unerwartete Abzweigung, weg vom Pfad, der direkt vor dir liegt. Der Animus war der erste unbewusste Versuch der Menschheit, das Unsichtbare zu erklären, genetische Erinnerungen zu verstehen, die Vergangenheit zu sehen. Aber der Animus hat einen fatalen Fehler. Er befolgt die Regeln der Anhänger der Ordnung, wie wir es taten. Er erlaubt zu sehen, aber nicht zu verändern. Dein Animus ist anders. Wie auch der Geist, der ihn erdachte. Er könnte dem Code entkommen, diesen Sprung schaffen und eine Entscheidung ermöglichen, die sich der geltenden Ordnung widersetzt. Wach auf. Sei das Chaos, das kommen wird. Götter sind nur wie du und ich. Denk dran. Nichts ist real. Alles ist erlaubt. Okay. Schön. Wo liegt noch der Quatsch? Dann kann ich ja mit. Ah ne, das ist nicht der Quatsch, oder? Ja gut, dann lass ich das hier einfach alles liegen und geh wieder raus. Gut, dann haben wir das auch hinter uns und haben jetzt, glaube ich, alle Orte abgeschlossen. Wir haben eine neue Montur bekommen, nämlich die ISO-Rüstung. Die auch ganz cool aussieht, aber finde ich jetzt Lore-Friendly nicht so cool, weil die halt leuchtet und
Der ist halt schon wirklich cool, der schwarze Kapuzenumhang. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann weiter mit der Quest von Alexandria mit Aya. Wir können schon mal hinreisen. Alexandria. Und dann gucken wir mal im nächsten Part, wie weit das denn noch geht, also was noch kommt. Ich würde erstmal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Rein, ciao.